Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Brulitz und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein neues Format für euch und zwar werde ich Community-Inseln besuchen. Was möchte ich damit erreichen? Ich will erstens kleineren Creative-Leuten ein bisschen eine Plattform bieten. Ich möchte euch auch Inspiration geben, denn ich glaube, wenn ich da andere Kreationen mal herzeige und wir so ein bisschen drüber fliegen, sie erklären, was sie sich dabei gedacht haben, ist es wirklich eine super Inspiration für euch da draußen. Möchtet ihr, dass ich eure Insel besuche, dann bewerbt euch in meinem Discord, den werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Genauso das Bauteam, also die vier Leute, ihre Channels, schaut euch die gerne an, lasst euch da inspirieren von dem Zeug, was die sonst so bauen. Und bevor es losgeht, Leute, wie immer, Daumen nach oben da lassen, Abo würde ich mich riesig freuen. Danke für den Support an der Stelle, wir springen direkt ins Video, los geht's. So Leute, und da bin ich gerade mal jetzt im Kreativzentrum, da haben wir die Map schon geladen, schauen wir mal rauf, was die Jungs so gebaut haben. Erstmal ein großes Hallo an Hanuta, Playboss und Foxloves, Bambus und Julian. Grüße euch. Playboss fängt hier hinten mal an, wir fliegen da durch. Und du erklärst uns jetzt ein bisschen, was es da so an Sehenswürdigkeiten gibt, was cool ausschaut und los geht's. Ja, also erstmal zum Allgemeinen. Die Map haben wir für den Contest gebaut, den Makamex veranstaltet hat. Also wir sollten eine Stadt bauen in verschiedenen Styles oder sowas. Und die haben wir dann halt für den Contest gebaut. Darf ich kurz unterbrechen? Ganz kurz, sorry. Makamex ist ein wirklich irrsinnig cooler Creator, den habe ich in Los Angeles und New York treffen dürfen, bei Events, wo ich eingeladen war von Epic. Sehr cooler Typ, checkt ihn auf jeden Fall auch aus und finde ich auch geil, dass er so einen Wettbewerb macht. Und ja, coole Sache. Ja, und diese ganze Map ist so ein bisschen angelehnt an das Spiel, wenn es jemand kennt, Surviving Mars. Das ist eigentlich ziemlich angelehnt, da kann man auch auf den Mars gehen und so Kuppeln bauen. So ähnlich wie City Skylines, wenn das auch jemand kennt. Und es ist halt jetzt hier, wo ich bin, gerade die Naturkuppel. Hier sind halt dann die Marsbewohner Sachen anpflanzen, zum Beispiel hier, wo ganz viele Felder, Kürbisse, Heu, hier sind Apfelbäume. Dann gibt es hier halt noch irgendwie so einen Teich zum Entspannen, hier liegen. Ja, der erinnert mich fast ein bisschen an einer meiner Tutorials, diesen Brunnen und sowas, leicht von den Blumen, Pflanzen, Felsen, schaut relativ ähnlich aus. Ja, dann hier hinten ist dann so ein kleiner Park, also kann man sich auch hinhocken, ein kleiner Brunnen hier oben und so ein Rundumweg. Und dann der letzte Teil hier hinten ist so ein kleines Labyrinth mit so Zwerge drin, kann man ein bisschen rumlaufen und so. Schaut auf jeden Fall sehr schön und idyllisch aus, ich schau mal zum nächsten. Hanuta, bist du bereit? Sehr cool, dann hau du mal daraus, was ihr da habt. Also wir haben ja unterschiedliche Kuppeln gebaut und hier ist eben dann eine Stadt drin, also so an Zukunft angelehnt. Und wie ihr wahrscheinlich seht, haben wir da jetzt keine Inneneinrichtung in die meisten Häuser reingebaut, weil es soll ja Gun Game sein und da ist es eher schlecht, dass man ja in Häuser reingehen kann und sich dort verstecken kann. Und es soll ja nur von außen schön aussehen. Sehr cool finde ich, falls ich das kurz sagen darf, dass die Häuser wirklich sehr custom-mäßig platziert sind, also nicht am Raster ganz gerade, sondern dass jedes dieser Häuser schief ist und eine eigene Form hat. Das schaut auf jeden Fall sehr cool und extrem individuell aus und das ist auch relativ schwer zu bauen, das weiß ich auch. Also da habt ihr euch auf jeden Fall extrem viel Mühe gegeben, vor allem weil die Gebäude, die Grundstruktur und alles komplett custom-mäßig gebaut worden ist, da in dieser Bar, wo ich gerade drin bin zum Beispiel, schaut auf jeden Fall sehr cool aus und ist auf jeden Fall nicht wenig Arbeit gewesen, das kann ich schon mal bestätigen an der Stelle. Erzähl mal über das Auto da ein bisschen was zum Beispiel, das schaut auch cool aus. Ja, bei dem Auto hier habe ich mir eben gedacht, ich wollte ein futuristisches Polizeiauto machen und habe mich dann einfach mal dran gesetzt und so vor mich hingebaut und ja, das Endprodukt war eben das Auto hier, wo hinten dann die Leute weggefahren werden können und vorne neben der Fahrer noch sitzt. Ja, das schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Ja? Erinnert mich ganz leicht so ein bisschen ans Batmobil. Also ganz, ganz leicht, ja. Aber sowas ist sehr schwarz und diese runden Dinger da über den Reifen. Da habt ihr auch noch hinten so einen kleinen Essbereich, was ich sehe, kleine Bar. Sehr cool, vor allem der Gesamtüberblick über diese Kuppel ist auch extrem schön und ich finde cool, dass die Kuppeln Themen haben. Ich werde da dann weiterschauen jetzt zu Julian rüber. Servus und erklär du mal ein bisschen, was ihr da gebaut habt. Also es soll ja so mäßig so eine moderne Stadt sein. In so einer Stadt ist es meistens immer dasselbe. Das wäre ziemlich lame so, wenn man so dran denkt, dort leben zu müssen. Deshalb haben wir hier so eine Art Freizeitpark-Stage gebaut, für so freizeitmäßig. Das hier soll so eine Kinderachterbahn sein. Ich weiß nicht, ob man diese kennt, so auf Jahrmärkten, so diese kleinen, die nicht allzu schnell sind und so.
Ich kenne die auf jeden Fall. Das hier soll so ein Souvenirshop sein. Warte, wo bist in du? In dem man sich ah, da, okay. so Postkarten oder T-Shirts kaufen kann. Mhm. Das daneben ist so ein Riesenrad. Gibt's, glaube ich, fast immer. Sieht auch cool aus, ja. Hier haben wir so eine. Wie nennt man das nochmal? Autodrom. So Auto. Ja. Autodrom. Boxautos. In dem man auch sehr viel Zeit verbringt. Wenn man kann. Und daneben ist halt noch so für so ältere Leute, die nicht mehr so draufstehen, so Sportplatz. Okay. Basketball, Tennis haben wir da. Und das war es eigentlich so in dieser Kuppel. Okay, da haben wir auch noch so einen kleinen Food-Bereich, Food Corner. Ja, ja, so als Restaurant, damit man nicht verhungert. Sehr cool, ja, alles, was ein Jahrmarkt quasi braucht. Schaut auch sehr schön aus. Das Riesenrad ist vor allem sehr symmetrisch gebaut, auch schön. Gut, als nächstes dann schaue ich zu Fox Loves Bambus. Dann erklär du mal den Rest. Ja, also ich fühle mich heute hier oben herum in der Außenwelt, also alles, was nicht in den Kuppeln ist. Das, was also außerhalb ist, habe hauptsächlich ich gebaut. Halt diese kleinen Details, da war ich zuständig. Zum Beispiel hier diese Mars Rover. Weil die passen halt, weil es halt auf Mars hier ist. Das sieht cool aus, ja. Ne? Hat dann halt diese Panzer, die sind halt auch eher nicht zum militärischen Zweck gedacht, sondern eher dazu, um Meteoriten abzuwehren, dass sie halt nicht irgendwas zerstören. Hier hinten haben wir so eine kleine Ecke noch mit einem Schaufelradbagger. Hier wird halt Bergbau betrieben und alles von dem Zug hier abtransportiert. Dann können wir hinten noch ein kleines Kraftwerk sehen, direkt neben der Raketen-Launch-Station. Das ist halt auch zur Energiegewinnung und hier werden halt verschiedene Ressourcen von der Erde eingeflogen in Raketen. Okay, die landen dann, da quasi? Ja, genau. Dann haben wir halt hier oben noch so quasi das Hauptquartier, wo halt alles überwacht wird und das ist halt auch mit die Pre-Game-Lobby hier oben. Mhm. Und dann halt voll das Spiel gucken kann. Hier oben haben wir so ein kleines Plateau geschaffen. Mit so einem kleinen Center für diese Drohnen hier. Das hat auch komplett Custom-Bild. Ja. Das war's von der Außenwelt. Sehr cool. Da oben, was haben wir da noch? Da hast nichts erzählt. Da gibt's nur eine Rampe rauf. Und da, halt haben wir, da starten die Drohnen da oben, okay. Hier ist halt der Aufzug und oben starten dann die Drohnen. Hier haben wir noch so ein paar Tanks. Sehr cool. Ja. Da oben ist noch diese Kanone. Und hier unten sind noch so diese Solarpaneele überall. Könnte man auch noch was dazu sagen. Wo sind die Solar? Auf dem. Die sind hier überall verteilt. Hier sind welche, da hinten sind welche. Und vielleicht noch ein bisschen mehr zu der Stadt sagen oder sowas, keine Ahnung. Ah, das ist der. Das ist der Springbrunnen da, gell? Den habt ihr komplett verformt, oder? Sehe ich das richtig? Ja, genau, das ist der Springbrunnen. Schaut cool aus. Auch sehr kreativ. Mit so ein paar Kabeln montiert. Genau. Der wird auch gerade hier. Das ist gerade ein Defekt und deshalb wird der repariert von dieser Drohne hier. Ja, sehr schön, ihr habt es super erklärt. Das Ganze macht Sinn. Jetzt werde ich kurz ein bisschen Feedback geben und meine Meinung dazu sagen. Ich beginne mal hier hinten bei dem Schaufelbagger. Den finde ich extrem cool. Auch da unten, dass da so Eiszapfen rausschauen. Und das ist auf jeden Fall eine extrem kreative Lösung. Und das Ganze, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass das Ganze einen Sinn ergibt. Und der Schaufelbagger baggert da die Erde oder Rohstoffe quasi rauf. Ihr habt dann eine Leitung weitergemacht. Mit diesen Armen drinnen ist das sehr cool. Dann geht es da weiter zum Zug. Das kann man sich alles wirklich extrem gut vorstellen. Und so was ich sehe, die ganzen Lösungen, wie ihr das gemacht habt, sind den Schaufelbagger, den Zug oder auch viele andere Sachen da, den Panzer, quasi der den Kometen oder Meteoriten abschießt, ist wirklich sehr, sehr kreativ. Die Biome quasi da drin finde ich auch sehr cool. Da habt ihr auch viele, viele kreative Lösungen gefunden. Es ist sehr, sehr sauber ausgearbeitet, was ich sehe. Also es stehen nicht irgendwelche Elemente schief heraus oder sind irgendwie unsymmetrisch. Wenn man sich das Riesenrad da vor allem anschaut, das ist alles einfach wirklich sehr cool und sauber gemacht, was auch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, bei der Ausarbeitung. Von der Kreativität her finde ich es auch wirklich genial. Alles hat ein Gesicht. Gespielt haben wir es jetzt nicht, zum Gameplay kann ich jetzt nicht so viel sagen. Dürfte aber sicher ganz gut funktionieren. Ein einziger Tipp, den ich vielleicht habe, ist bei Maps wirklich, wo viele Leute drauf spielen, angenommen Gun Game spielen 16 Leute, ist es, wenn man zum
relativ zum Limit kommt, zu den 100.000 vom Speicher, kann das sehr laggy sein. Da muss man immer ein bisschen aufpassen und vielleicht überlegen, weniger Deko machen. Dafür laggt es weniger und die Spielbarkeit ist ein bisschen besser. Es funktioniert so aber auch. Das ist nur beim Mapbauen ein kleiner Punkt, den man vielleicht beachten kann. Ansonsten schauen wir da mal rüber zum Biom mit der Versorgung quasi. Da hinten mit den Kürbissen sehr schön. Auch wie alles da cool ineinander geht. Irgendwann hat man halt das Problem, dass man einfach aufgrund des Speichers keine neuen Props verwenden kann. Darunter leidet dann ein bisschen die Prop-Vielfalt. Das habe ich bei meinen Maps auch und da muss man wirklich geschickt sein und probieren, so viel wie möglich mit den bestehenden Props rauszuholen. Schauen wir da mal zu der kleinen Stadt nochmal. Das habe ich eh gesagt. Da finde ich extrem gut, dass die Gebäude sehr unsymmetrisch platziert sind. Was ich auch recht cool finde, dass es halt einfach nicht nur viereckig in die Höhe baut ist, wie die Standard-Battle-Royale-Sachen, finde ich. Da macht es auch überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt reingehen kann oder nicht. Das reicht vollkommen aus. Auch da ist wieder alles sauber und schön baut, was ich jetzt so sehe. Auch immer wieder Dekoration dabei, verschiedene Farbvarianten. Die Bar finde ich auch relativ cool. Da würde ich vielleicht noch ein, zwei Lampen oben platzieren, dass er ein bisschen heller ist und der Bar ist relativ dunkel. Das wäre nur so ein kleiner, ganz, ganz kleiner Hinweis. Das Polizeiauto finde ich auch super, so als Dekoration. In einer meiner nächsten Tutorials zeige ich zum Beispiel, wie man zwar kein komplettes Custom-Auto baut, aber wie man ein normales Auto aus der Galerie etwas aufpeppen kann, ganz simpel. Für Storywebs ist das recht cool. Dann kommen wir da zu diesem kleinen Rover, der schaut auch super aus. Das ist ein kleiner Greifarm, finde ich süß, also diese Zange. Er ist ansonsten auch sehr, sehr cool designt. Prinzipiell so der Überblick über die gesamte Map ist relativ schön. Ordentlich, sauber und gut gemacht. Die Drohne da oben finde ich auch noch sehr cool, die da gerade repariert. Da sieht man, da ist irgendwas zerbrochen und mit diesem Laser repariert sie das. Also wirklich extrem detailverliebt. Wie man den Brunnen da verwendet hat, finde ich auch sehr, sehr cool, weil man es gar nicht mehr kennt eigentlich. Also man muss wirklich genau hinschauen. Und nur wenn man das Prop kennt, erkennt man den Brunnen sehr gut. Auch da oben alles recht cool. Wir schauen da nochmal in die Kommandozentrale rein. Die ist auch sauber. Da der Tisch, da habt ihr so dieses Laserfeld, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich kenne dieses Prop, das habt ihr da drin verwendet, schaut cool aus und gibt dem Tisch noch eine sehr individuelle Optik. Auch da, dieser Kreis ist sehr leibend. Ja, da schauen wir noch da kurz rein, die grünen Strahlen kommen da auch ganz cool. Ja, was ist mein Feedback jetzt zu dem Ganzen? Wie gesagt, sehr, sehr, sehr positiv. Ich meine, dass ihr was drauf habt, das weiß man sowieso schon, wenn man meine Creative Arena kennt. Da war sie auch sehr, sehr gut unterwegs. Ich finde die Map wirklich gelungen. Habe jetzt da gar nicht mehr viel oder viele Sachen, die ich verbessern würde. Also es ist wirklich sehr cool. Ganze müsste man nachher vielleicht auch noch spielen, dass wir das sehen. Aber ich bin begeistert und ich hoffe, oder ihr könnt auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Ich hoffe, es gefällt auch meiner Community. Kommentiert auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Ich werde auch alle Spieler, wenn sie wollen, das nachher da verlinken. Da werden wir noch kurz kommunizieren. Checkt ihre Kanäle auf jeden Fall ab. Die Leute verdienen auf jeden Fall ein Abo und alles. Und die werden sicher in Zukunft noch viel mehr raushauen. Und bleibt bei ihnen am Ball. Und so wie ich das jetzt sehe, werde ich auch bei mir am Kanal über euch sicher noch ein bisschen was bringen, wenn ihr kreativ und dran bleibt. Also wir bleiben eh in Kontakt. Schickt mir einfach eure Sachen. Kommt zum Discord, oder beziehungsweise ihr seid eh im Discord, aber alle anderen kommt zum Discord, wenn ihr über Neuigkeiten informiert bleiben wollt. Und ja, auf jeden Fall hat mich gefreut, dass ich eure Insel besuchen habe dürfen. Und jo, bleibt kreativ, Leute. Sehr coole Sache das. So Leute, das war's mit dem Video. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Die App ist wirklich, wirklich cool. Was sagt ihr dazu? Kommentiert's drunter, lasst einen Daumen nach oben da. Abo. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.